Die Europäische Union hat nach längerer Verzögerung die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufgenommen. Den beiden Balkanländern wird dabei der offizielle Verhandlungsrahmen vorgestellt. Ursula von der Leyen eröffnet die Beitrittsgespräche und bezeichnet den Schritt als einen historischen Moment. Sie und ihr Volk haben so hart gearbeitet, um hierher zu gelangen. Sie haben so viel beständiges Engagement für unsere Werte gezeigt. Sie haben Widerstandskraft bewiesen. Sie haben das Vertrauen in den Beitrittsprozess aufrechterhalten. Sie haben die Rechtsstaatlichkeit gestärkt. Sie haben die Korruption bekämpft. Sie haben freie Medien. Sie haben eine lebendige Zivilgesellschaft. Sie haben zahllose Reformen durchgeführt und sie haben ihre Wirtschaft modernisiert. In Nordmazedonien droht jedoch eine nationalistische Bewegung, den Beitrittsprozess zu gefährden. Die Opposition des Landes hat Tausende versammelt, um sich gegen weitere Kompromisse mit der EU zu wehren, und antieuropäische Stimmen gewinnen an Boden.